Hey Leute, ich versuche jemandem da drüben den bösen Blick zuzuwerfen. Wenn ihr weggeht, könnte ich, versteht ihr? Wirklich sehr nett. Das merke ich mir. Herzlichen Dank. Dankeschön. Halleluja, ich hab jetzt gleich ganz tollen Sex. Ha, ha, Halleluja, ich hab jetzt gleich ganz tollen Sex. Ein Klaps auf den Allerwertesten? Mach schon. Ich weiß genau, wie du es gemacht hast. Leute, tollen Sex. Ich hab gleich tollen Sex. Okay, mein Cervix-Schleim zieht Fäden, die Temperatur ist gerade leicht angestiegen und diese Kissen halten meine Vagina so, dass dein Sperma schneller in meine Gebärmutter gelangt. Baby, das ist richtig widerlicher Dirty Talk. Talk, wir wollen ein Baby zeugen, also mach endlich was. Süße, ich vermisse die Leidenschaft. Ich brauche mindestens 30 Minuten Vorspiel, dann und nur dann ist es absolut hundertprozentig klar, dass ich es tun kann. Tyra Banks. Oh. Vorspiel zu Ende. Verdammt! Donuts zum halben Preis? Wieso kommst du denn erst jetzt? Die OP hat länger gedauert. Ist das Donutzuckerguss auf deiner Wange? Dann fällt der Sex wohl aus. Der Sex fällt nicht aus. Geh da rein. Warte, Baby, ich bin voll gefressen. Augenblicklich, Turk. No. Turk, ich bin soweit. Also schön. Wütender Sex ist absolut geil. Das heißt aber nicht, dass man dem bösen Pfad folgen sollte. Weißt du, was ich schade finde? Dass dein Körper nicht mehr so knackig ist. Dass ich das Kind wickel, kannst du dir abschminken. Liebling, ich hab doch nur gesagt, dass es in vielen europäischen Ländern für Männer selbstverständlich ist, sich eine Geliebte zu halten. Willst du sagen, dass... Ich werde dir jedes deiner Worte heimzahlen. Nehme ich in Kauf.